Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von motorradtest.de. Ich grüße euch zu einem kleinen Testvideo. Seit langem mal wieder Kameratechnik, die wir euch heute vorstellen wollen. Wir haben ja in letzter Zeit ziemlich viele Probleme gehabt mit unseren GoPros und ich habe da einfach mal gesagt, Jungs, lasst uns doch bitte mal alternative Kameras kommen von anderen Herstellern. Wollen wir nochmal schauen, ob es da nicht auch andere Geräte gibt, die wir stattdessen nutzen können. GoPro ist ja quasi so eine Art Standard, aber wir haben wirklich so viel Ärger, vor allem mit den Akkus, dass ich da ein bisschen genervt bin. So, und wir haben jetzt uns vier Geräte kommen lassen und dieses Gerät hier, das mit dem wir heute mal anfangen wollen, diese Kamera von Inoff, die H5, ist wirklich ein sehr spezielles Gerät. Speziell deshalb, weil, also A, kennt Inoff hier in Deutschland kaum jemand. Ich hatte schon mal eine Dashcam, die K5, und ja, mit der war ich eigentlich sehr zufrieden. Und die hier, die H5, H steht glaube ich für Helmet, ist eine Helmkamera tatsächlich. Hat Inoff extra entwickelt, mehr oder weniger für Motorradfahrer, kann man natürlich auch auf dem Fahrrad benutzen. Aber ist tatsächlich eine, ja, ein kleines knuffiges Kameragerät, was man an den Helm schraubt. Und ja, in diesem Video will ich euch mal zeigen, was die Kamera so kann, was sie kostet, welche Vor- und Nachteile ich da während des Tests rausgefunden habe und ja, wie sie im Vergleich zu GoPro abschneidet. Also viel Spaß mit der Inoff H5, los geht's! Ja, dann starten wir mal mit einem kleinen Unboxing. So sieht der Verkaufskarton aus, hier vom Inoff, von der Inoff H5. So, die Hauptspecs stehen hier auch schon drauf. Designed for harsh environments. Geht gleich noch drauf ein. So, begrüßt wird man hier mit einem kleinen Zettelchen und das hier ist dann auch schon sowas wie eine Kurzanleitung. Lasse ich noch mal zu. Wollen wir mal sehen, was wir hier so im Lieferumfang dabei haben. Ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Insofern, ja, hoffentlich kann ich das alles schon so ein bisschen zuordnen, was ich hier drin finde. Das hier ist auf jeden Fall schon mal die eigentliche Kamera, die dann später am Helm befestigt wird. Hier noch mit so einer Schutzfolie, die nehme ich schon mal ab. So, und das ist dann auch das Käbelchen hier mit dem USB-A-Anschluss hinten. Überraschend leicht, muss ich sagen. Okay. So, dann haben wir hier noch den, ich glaube, das ist ein zusätzlicher Powerpack, also ein Akku, um die Laufzeit zu verlängern. Das ist doch schon mal sehr löblich. Und dann haben wir hier noch einen Adapter USB-C auf USB-A. Genau, das hier ist der Adapter für den Helm. Das kennt man ja von anderen Herstellern. In diesem Fall ist es auch GoPro-kompatibel. Das finde ich auch ganz gut, dass Inoff da jetzt nicht versucht, irgendwie ein eigenes Format zu etablieren. Das wäre ja totaler Quatsch, weil dieses GoPro, diese GoPro-Gelenke hier und Schrauben und so weiter, die nutzen ja auch viele andere. Das sind die Bepper, also die Aufkleber. Das wird dann später hier drauf geklebt, Folie ab und dann geht das Ganze an den Helm. Das zeige ich dann auch nochmal. Und dann hat mir Inoff noch ein Schächtelchen beigelegt. Das ist durch den Transport leider ein bisschen kaputt gegangen. Der Karton ist ein bisschen kaputt gegangen, der Inhalt zum Glück nicht. Das ist nämlich das Mikrofon mit dem dazugehörigen Adapter. Und wie man hier schon sehen kann, haben wir hier, ja, das kann ich jetzt noch nicht zeigen, bevor ich jetzt hier 3 Stunden rumwürge. Auf jeden Fall gibt es hier hinten an der Kamera einen Adapter. Da kann man dann diesen Adapter dran stecken. Das ist letztendlich auch eine USB-C-Verbindung, wenn ich das hier richtig sehe. Und dann hat man hier halt wunderbar ein, ja, Schwanenhalsmikro. Macht auch einen guten Eindruck, muss ich sagen. Das Metall hier. Und das hier ist sicherlich ein Klettverschluss. Das heißt, das könnt ihr in dem Helm dann an die passende Stelle klemmen und seid dann quasi bereit für die Aufnahme. Ja, das war das kurze Unboxing. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los und montieren das Ganze mal an den Helm. Dann machen wir die erste Testaufnahme. Was ich schon mal ganz cool finde, ist, hier kann ich halt live den Neigungswinkel einstellen, indem ich hier an der Achse so ein bisschen rumfummel. Ich habe jetzt mal 4K eingestellt. Ich glaube mit 30 Bildern pro Sekunde, also die maximale Videoauflösung.
Und ja, jetzt fahren wir einfach mal ein Stück. Ich muss dazu sagen, es ist heute mega windig. Insofern, naja gut, aber so ist es nun mal, ne? Beim Motorradfahren ist es halt auch ab und zu mal windig. Da muss die Kamera irgendwie mit klarkommen, finde ich. Mache jetzt mal hier mein Visier runter und ich hoffe, jetzt kann man mich einigermaßen verstehen. Ja, wichtig bei so einer hellen Kamera ist natürlich nicht nur das Bild, sondern vor allem auch der Ton. Und das ist wirklich eine Sache, da unterscheiden sich die Geister. Die meisten oder viele Kameras, ich habe nun schon sehr viele ausprobiert, legen einfach sehr viel Wert auf das Bild. Das ist ja auch okay. Vergessen dann aber manchmal, dass es auch noch den Ton gibt. Bei der GoPro zum Beispiel gibt es eine aktive Windgeräuschunterdrückung und die funktioniert auch ganz gut. Wenn ich jetzt hier mal 100 fahre, dann wird das hier ganz schön laut im Helm. Da kann natürlich jetzt die Kamera nichts dafür. Aber so ist es nun mal leider. Und insofern hoffe ich mal, dass die Innov hier auch ein bisschen was zum Thema Rauschunterdrückung zu bieten hat. Ich habe da in den Einstellungen nichts gefunden. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das quasi standardmäßig so hoffentlich zumindest unterdrückt wird. Gut, das soll es mal gewesen sein mit der 4K-Aufnahme. Und jetzt gehe ich gleich mal runter auf Full HD und dann machen wir das Ganze nochmal. Okay, so jetzt habe ich hier 2,7K. Also 2K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde. Das finde ich eigentlich ist ein super Modus. Den benutze ich auch immer gerne bei der Drohne. 4K ist ja doch immer ganz schön heftig, auch vom Datenvolumen her später dann beim Schneiden und bei der Festplatte und so weiter. Das nervt immer so ein bisschen, wenn man so viele Daten hat. 2K ist aber eigentlich eine sehr, sehr gute Alternative, finde ich. Ich habe jetzt auch mal den elektronischen Bildstabilisator angemacht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der bei 4K auch einschaltbar war. Ich denke schon. Das habe ich eben leider vergessen, muss ich sagen. Ich schaue leider mal nach. Und danach werde ich dann auch noch mal ein Video drehen in Full HD. Auch mit 60 Bildern pro Sekunde. Erstmal wollen wir hier wenden. Aber da kommt jetzt keiner. Nee. So, jetzt machen wir noch mal eine kleine fiese Aufgabe für die Kamera und zwar Gegenlicht. Jetzt kommt die Sonne hier von vorne. Das ist natürlich richtig bitter. Aber auch das gehört dazu. Outdoor auf dem Motorrad, da sind die Lichtverhältnisse nicht immer so, wie man sich das wünscht. Und insofern, ja, soll ja ein Test sein. Insofern muss die Kamera da durch. So, zack, sofort geht's wieder los. Also die Kamera geht eigentlich ungefragt immer sofort in den Aufnahmemodus. Naja. Ist nicht schlimm, man kann die Aufnahme ja auch stoppen, indem man einfach auf dieses Videosymbol da tippt. Aber das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Da merkt man irgendwie doch, dass Innov so ein bisschen aus dem Bereich Dashcams kommt. So, jetzt habe ich eingestellt Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde. Der elektronische Bildstabilisator ist auch wieder an. Und oh, hier ist Tempo 50. Kann ich leider nicht so heizen. Reicht glaube ich auch so ein kurzer Test hier, geht ja nur um die Qualität. Ich drehe noch mal um, weil das Licht von hinten dann doch ein bisschen schöner ist. Und dann werde ich jetzt gleich noch mal 4K-Aufnahme starten und dann mit dem aktivierten Bildstabilisator. So, flop, schon geht's wieder los. Letzte Aufnahme 4K, 30 Bilder pro Sekunde mit aktiviertem elektronischen Bildstabilisator. Ich fahre jetzt wieder mit der Sonne, ein bisschen einfacher für die Kamera. Okay, so, Visier runter. Bisschen Gas geben und mal gucken, wie das Mikro so mit den Rauschgeräuschen zurechtkommt. Die Schafe sind schon mal begeistert hier von meinem Sound. Hallo Schafe. Soll ich nochmal hupen? Nee. Oh, der Hund. Guten Abend. Ja. Das soll eigentlich schon reichen als kleiner Footage-Test. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt im Folgenden nochmal so ein bisschen die Optionen, die einzelnen Hardware-Teile, was man alles mit der Kamera so machen kann.
Beim Unboxing hatte ich mich damit noch nicht beschäftigt. Jetzt weiß ich mittlerweile, welches Teil welche Aufgabe hat. Und da gibt es tatsächlich ja, Licht und Schatten. Einige Dinge gefallen mir ganz gut, andere Dinge finde ich nicht so glücklich. Und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt an. Und dazu schalte ich die Kamera jetzt einfach mal hardwaremäßig aus. Auf Wiedersehen. Ja, dann wollen wir uns die ganzen Gerätschaften noch mal ein bisschen detaillierter anschauen. Und ich will euch mal, nachdem ich jetzt die Inoff H5 eine ganze Zeit benutzt habe, auch ein bisschen was zu den Vor- und Nachteilen erzählen. Das hier ist ist die eigentliche Kamera. Sie ist spritzwassergeschützt nach IP65. Das heißt, damit könnt ihr wirklich durch den Regen fahren. Und sollte eigentlich, also jetzt nicht in den Teich springen damit, das würde sie nicht überleben. Aber Regen und auch Staub ist kein Problem. Hier sieht man die Anschlüsse von dem Hauptsystem. Das ist eigentlich ganz einfach. Hier ist ein USB-Anschluss und hier kommt die SD-Karte rein. Bei der SD-Karte hatte ich teilweise ein bisschen Probleme mit minderwertigen Karten. Das ist aber normal, muss man sagen. Die Probleme kenne ich auch von anderen Kameras. Also nehmt bitte am besten eine Class 3-Karte. Wenn ihr in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde drehen wollt, ist das notwendig. Also die Lesegeschwindigkeit darf nicht allzu gering sein. Die Kamera selbst hat keinen Akku und insofern gibt es hier auch schon zwei, zumindest bei dem Set, was ich hier von Inoff bekommen habe, zwei Zusatzteile. Das hier ist der externe Akku. Der wird hier einfach so drauf gefloppt und dann kriegt die Kamera hier quasi schon Strom. Alternativ kann man auch dieses Teil hier anbringen. Das ist, ja, wenn man so will, nichts anderes als ein Netzadapter. Dann braucht ihr natürlich, hier wird dann quasi der Strom eingespeist, dann braucht ihr eine Powerbank, sowas hier, um quasi die Kamera mit Strom zu versorgen. Da meldet sie sich jetzt auch schon. Und ja, es gibt bei meinem Set, das übrigens 398 $, um genau zu sein, kostet, bei meinem Set war auch noch ein dritter Adapter dabei. Den habe ich jetzt hier schon mal angebracht im Helm. Das ist nämlich das externe Mikrofon. Und dazu gehört ein Schwanenhalsmikro. Das hatte ich ja beim Intro, also beim Unboxing schon gezeigt. Das habe ich jetzt hier schon eingebaut. Und hier habe ich auch den Adapter angebracht, hier an der Seite. Zeige ich gleich nochmal, welche Möglichkeiten es da gibt. Und ja, wenn man quasi das externe Mikro, also dieses hier, nutzen möchte, dann muss man diesen Adapter hier halt drauf machen. Allerdings richtig rum, so rum gehört es. Und dann hat man natürlich immer noch keinen Strom. Insofern gibt es auch hier an diesem externen Mikro einen Stromadapter, USB-A-Anschluss. Also der kommt dann wieder in die Powerbank und dann kann man halt unterwegs, ja, dann kann man halt filmen mit der Kamera. Das bedeutet natürlich aber auch leider, kleiner Nachteil, dass man, wenn man so wie ich halt mit Mikrofon aufnehmen möchte, seine Fahraufnahmen besprechen möchte, dass man immer diese Powerbank mit sich rumtragen muss. Gut, bei Licht betrachtet ist es dann am Ende gar nicht so schlimm. Die steckt man sich in die Jackentasche und dann ist gut. Aber das ist natürlich jetzt im Gegensatz zu anderen Geräten, die einen internen Akku haben, also andere Kameras mit internen Akku, ein kleiner Nachteil. Ja, also zur Position. Es gibt hier ja diesen Adapter. Ich kann das ja mal zeigen, wie ich das jetzt für mich hier entschieden habe anzubringen. Ich klippe das hier auf den Adapter auf den Helm. Dann gibt es hier noch so zwei Spangen, die kommen hier rüber, um das Zubehörteil, was auch immer jetzt ihr hinten dran habt, in diesem Fall halt das Mikro, zu verbinden und festzuhalten mit der Hauptkamera. Und dann wird das hier einfach so eingeklickt. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. So, und dann war es das schon. Das funktioniert super, muss ich sagen. Allerdings, das muss ich leider auch sagen, was die Qualität angeht, bin ich da ein bisschen skeptisch. Also ich kann das jetzt nicht, konnte das jetzt nicht ausprobieren. Also bei mir ist jetzt nichts kaputt gegangen, um ehrlich zu sein. Aber wenn man sich das hier mal ein bisschen genauer anschaut, das ist halt Hartplastik. Und meine Erfahrung ist, dass das im Laufe der Zeit spröde wird, das Material. Und das wäre natürlich richtig blöd, wenn quasi diese Spangen hier kaputt gehen. Gut, kann man sich wahrscheinlich nachbestellen bei Inoff, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber
Also das ist von der Qualität her, es ist okay, ich will jetzt auch nicht übertreiben, aber es ist jetzt auch nicht allerbeste Ware, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das hätte man vielleicht aus Metall gestalten können und dann wäre das ein bisschen haltbarer gewesen. Gut, ich mache sie nochmal hier dran an das System. Und ja, wie gesagt, man kann diesen Adapter kann man links anbringen, man kann es natürlich auch rechts anbringen. Hier ist jetzt noch eine andere Kamera dran, sehe ich gerade. Oder man kann es auch oben auf den Helm machen. Das ist sehr schön flexibel von Inoff hier bei der H5 gelöst. Also ja, es sind im Grunde genommen alle Positionen möglich an eurem Helm. Da könnt ihr euch aussuchen, welche für euch die günstigste ist. Ich finde das so an der Seite eigentlich am besten, muss ich sagen. Wir haben hier im Lieferumfang, das hatte ich, glaube ich, auch schon anfangs gezeigt, dann auch noch so, ja, so Adapter, wo man dann quasi, wenn man das hier anbringt, halt die Kamera, und wenn man es hier vorne anbringt, wo der am Kinn halt auch neigen kann. Also da ist wirklich, da seid ihr mega flexibel. Da könnt ihr eigentlich, ja, euch aussuchen, was für euch das Beste ist. Ja, jetzt habe ich den ganzen Schnickschnack mal weggelegt und jetzt wollen wir uns mal die Kamera im Betrieb ansehen. Ich habe immer noch hier mein Setup mit dem internen Mikro. Jetzt versorge ich hier die Kamera mal mit Strom. Und dann blinkt hier auch schon so eine kleine rote LED, so eine Kontroll-LED. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, müsste man eigentlich sehen können. Und jetzt ist es so, und das finde ich auch leider nicht so geglückt, man kann die Kamera nicht hier starten am Helm. Also man muss gezwungenermaßen sich die Inoff H5 App runterladen. Das habe ich auch natürlich gemacht. Wobei, das muss man sowieso, weil man die ganzen Einstellungen an der Kamera über diese App hier vornimmt. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Das ist ein bisschen hakelig manchmal. Ich probiere es mal, ich gehe hier einfach mal auf Einstellungen und dann läuft es halt so, muss die Kamera anmachen, das habe ich jetzt, glaube ich, eben schon gemacht, und dann hier in die Wi-Fi-Einstellungen gehen und dann einen Moment warten, hier in auf H5, da muss man den Code eingeben, das habe ich auch schon gemacht, das steht natürlich alles auch in der Kurzanleitung, und dann meldet sich die Kamera hier schon zu Wort, hier seht ihr schon, sie nimmt auch schon auf. Also das kann man immer hier oben erkennen, wenn dieser rote Punkt leuchtet, nimmt die Kamera auf. Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Sobald man die WLAN-Connection hier zustande gebracht hat, geht sofort los mit der Aufnahme. Also das ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Ist jetzt nicht schlimm, man kann ja auch die Aufnahme wieder stoppen. Und ja, während der Fahrt ist es dann so, dass man einfach, ja, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich fahre jetzt los, tippe ich hier drauf und dann wird die Aufnahme gestartet. Und wenn ich fertig bin, beende ich die Aufnahme. Ich kann auch während der Fahrt, wenn ich ein Foto machen möchte, hier einmal kurz drauf semmeln. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gehört. Das hat einmal kurz vibriert und dann wird quasi ein 4K-Bild gemacht. Alternativ kann man auch hier quasi in der App auf den Fotobereich gehen, hier drauf drücken und dann ein Foto schießen. Zack. Dann gibt es hier auch in der App so ein kleines Kamera, also so ein Verschlussgeräusch, und dann, ja, hat man ein Foto erzeugt. Am Ende des ganzen Spaßes kann man entweder natürlich die SD-Karte hier aus der Kamera nehmen und dann an den Computer anschließen. Man kann aber alternativ auch, wenn man sowieso schon hier diese WLAN-Verbindung hat zu seinem Smartphone, kann man auch sich hier die Fotos anschauen zum Beispiel. Oder aber die Videos, die man gemacht hat, und auch downloaden bzw. direkt hier aus der Kamera abspielen zur Kontrolle. Das funktioniert alles ganz gut, muss ich sagen. Solche Apps sind oftmals auch bei namhaften Herstellern so ein bisschen fehleranfällig. Das funktioniert oft nicht, die Verbindung bricht oft ab und so weiter. Ihr wisst ja, was wir da für Ärger hatten mit unserer GoPro und unseren GoPros. Da gab es immer wieder Probleme. Aber hier bei der H5, muss ich sagen, hat das eigentlich ganz gut geklappt. Das Einzige, womit ich halt Probleme hatte, war, sagte ich glaube ich schon, war die SD-Karte. Ich hatte halt anfangs eine etwas günstigere SD-Karte eingesetzt und da kam häufig die Fehlermeldung SD-Karte nicht erkannt. Also damit muss man so ein bisschen aufpassen. So, dann gehen wir nochmal in die Einstellung hier. Das will ich auch nochmal gezeigt haben. Und da kann man jede Menge einstellen. Zum Beispiel die Auflösung bei Fotos, 20 Megapixel maximal, oder halt die Videoauflösung. Hier seht ihr die einzelnen Videomodi, 4K mit 30 Bildern. Ist der
Ja, die maximale Auflösung, nicht unbedingt die beste, wie ich festgestellt habe, aber das ist Geschmackssache. Ich finde am besten 2K mit 60 FPS. Das schafft so ein bisschen ruhigere Aufnahmen. Die meisten von euch werden wahrscheinlich hier auf Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde gehen. Ja, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Auf jeden Fall ist bemerkenswert, selbst bei der 4K-Aufnahme gibt es hier halt den EIS-Bildstabilisator. Naja, was heißt bemerkenswert? Das ist natürlich eigentlich selbstverständlich bei einer Actioncam, aber so günstigere Actioncams können zwar oft 4K, können dann aber nicht mehr stabilisieren, weil der Prozessor zu schwach ist. Das ist hier bei der Inoff aber nicht der Fall. Das geht also. Ja, was haben wir noch? Video-File-Length hier, das ist irgendwie ganz witzig. Da merkt man irgendwie, dass Inoff eigentlich von Dashcams kommt. Das war nämlich auf eine Minute eingestellt. Und dann wird rollierend halt immer wieder neues File geschrieben. Das ist natürlich für einen Vlogger, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist, ein bisschen kurz. Ich habe es jetzt mal auf 5 Minuten gestellt und dann sind die Files halt maximal 5 Minuten lang. Wenn er jetzt 10 Minuten lang sabbelt hintereinander, ist es auch kein Problem. Dann erzeugt die Software halt 2 Files und die kann man dann im Schnittprogramm einfach hintereinander legen und da gibt es auch keinen Verschnitt oder so. Das funktioniert auch ganz gut. Loop Recording, Slow Motion kann man hier einstellen, Fast Motion Movie. Und man kann auch das Bild umdrehen. Je nachdem, wenn man das benötigt, wird es halt spiegelverkehrt gespeichert. Was haben wir hier noch? Recording Volume. Achso, das ist auch wichtig. Das Mikrofon, das ist eigentlich sehr gut. Das habt ihr, glaube ich, auch eben hören können bei den Beispielaufnahmen. Ist sehr empfindlich. Das ist gut. Man soll ja auch die Sprache dann tatsächlich verstehen während der Aufnahme. Ich habe es jetzt hier mal auf 1 gestellt. Ich glaube, sogar 0 würde reichen. Ab 2 aufwärts war es mir persönlich sogar ein bisschen zu laut. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen rumprobieren und dann kriegt man irgendwann schon seine besten Einstellungen. Ja, White Balance, also Weißabgleich, kann man manuell einstellen oder halt automatisch. Ich habe das mal alles auf automatisch gelassen. Und hier unten kann man dann auch noch seine SD-Karte formatieren. Das solltet ihr anfangs unbedingt machen, wenn ihr eine SD-Karte eingelegt habt, damit quasi die Ordnerstruktur auf der Karte so ist, dass die Inoff H5 damit am besten arbeiten kann. Ja, das war's. Was ich jedem von euch raten würde, ist, dass wenn ihr die Kamera euch kauft und bekommen habt, dass ihr sofort ein Firmware-Update macht. Das geht ganz einfach. Da muss man einfach nur von der Webseite sich ein File downloaden und in das Root der SD-Karte packen, die SD-Karte einlegen und dann die Kamera anmachen und dann wird automatisch die Firmware installiert. Warum? Ganz einfach, die Software wird natürlich immer weiterentwickelt und bei mir war es zum Beispiel so, dass anfangs das Mikrofon nicht so richtig funktioniert hat, aber nach dem Firmware-Update war das dann alles kein Problem. Ja, das soll's mal gewesen sein. Abschließend vielleicht nochmal ein Wort. Insgesamt jetzt so eine Art Fazit zur Qualität. Wie finde ich die Inoff H5? Also ich finde, es ist tatsächlich eine ernstzunehmende Alternative, zum Beispiel zu einer GoPro. Sie macht jetzt keinen so hochwertigen Eindruck. Also das ist von der Qualität, das ist halt Kunststoff. Das macht aber nichts. Also ich glaube schon, dass diese Kamera halten wird. Die Software funktioniert, da habe ich eigentlich nichts zu mäkeln. Die Bildqualität, das habt ihr vorhin gesehen bei den Beispielaufnahmen, kann jetzt nicht, da muss man ehrlich sein, kann jetzt nicht mit den aktuellen GoPros mithalten. Da gibt es schon noch einen kleinen Unterschied. Aber sie ist auch nicht schlecht. Also ich finde es völlig in Ordnung. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man dieses ganze Package, was ich hier bekommen habe von Inoff, mit allem Zubehör, also mit dem Mikro, mit dem Zusatz, externen Stromversorgungsteil und dem extra Akku für $298, glaube ich. Dann finde ich, das ist ein angemessener Preis. Und ja, wenn ihr quasi so eine Inoff H5 selbst schon ausprobiert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dazu im Video auch mal eure Erfahrungen schildert, vielleicht auch Langzeiterfahrung. Ich habe es jetzt ja nur einen Tag getestet. Insofern kann ich jetzt zur Haltbarkeit und so weiter leider Gottes nicht so richtig viel sagen. Was ein bisschen komisch ist, ich weiß nicht, vielleicht ist das Gerät auch noch nicht in Deutschland erschienen, aber im Moment kann man es nur über die Webseite von Inoff kaufen. Ich blende das hier mal ein und es wird dann wahrscheinlich aus China geschippt. Ich habe dieses Testsample hier von Inoff auch aus Shenzhen, glaube ich, oder so bekommen. Steht das hier? Nee, Made in China auf jeden Fall. Hat das irgendwie 1-2 Wochen gedauert, aber das ist eigentlich auch egal, da warten man ja auch gerne mal drauf. Ja, das war's.
mit dem Test zur Inoff H5. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so sein sollte, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Damit grüße ich euch aus Glückstadt. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, Inga. Bis bald.